Ja, Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, Kollegen von der AfD, ja, was haben Sie sich denn da geleistet? Ich bin erstaunt über diesen Gesetzesentwurf. Er ist an Ahnungslosigkeit, an Unwissenheit kaum zu überbieten. Diese Gleichgültigkeit, mit der Sie dieses Papier gemacht haben, zeigt deutlich, wie wenig wahres Interesse die AfD am Handwerk wirklich hat. Einfach mal was raushauen. Irgendwas wird schon hängen bleiben. So kennen wir Sie. Ich habe das Gefühl, da haben Sie einem jungen Praktikanten eine Chance gegeben, mal einen herausragenden Gesetzesentwurf zu schreiben. Der hat also ein Unwissen, ja, ich komme gleich dazu. Der hat 3 Tage darüber geschwitzt und hat dann einfach Ihren alten Antrag mit Kopieren und Einfügen in diesen Gesetzesentwurf gepackt. Und dabei wurden wieder dieselben Fehler gemacht, wie beim letzten Mal. Lassen Sie sich doch endlich mal den Unterschied zwischen Handwerkskammer und der IHK erklären. In Ihrer Begründung bringen Sie schon wieder alles durcheinander. Und das kann auch an Ihren inhaltlichen Forderungen, kann man das erkennen. In der letzten Sitzungswoche, wir haben das jetzt schon gehört, gab es eine 2-tägige Anhörung beim Wirtschaftsministerium zur Meisterpflicht. Alle Gewerke, die Meisterpflicht zurückhaben wollten, oder auch nicht, konnten ihre Argumente vorbringen. Jeder Abgeordnete, den das Thema interessierte, konnte dort teilnehmen. Woher ich das weiß, das kann ich Ihnen genau sagen. Ich habe die 2 Tage bei der Anhörung wirklich verbracht. Ich habe mir Argumente pro und contra angehört, habe viele Gespräche geführt. Und außer mir waren gerade mal die Kollegin Poschmann und die Kollegin Grote-Lüschen wenigstens zeitweise da. Sie haben sich einen Eindruck vermittelt. Aber wer war nicht da? Die Abgeordneten der AfD. Und jetzt spielen Sie wieder Ihr Interesse vor, etwas für das Handwerk tun zu müssen. Wenn Sie bei der Anhörung gewesen wären, wüssten Sie auch, dass nicht alle Gewerke wieder zur Meisterpflicht zurück wollen. Sie sprechen von 3. Und Sie wollen hier dem Handwerk etwas aufzwingen, was am Ende zur Zerschlagung von gut funktionierenden Unternehmen führt, zulasten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und wenn Sie bei der Anhörung gewesen wären, wüssten Sie auch, dass nicht für alle Gewerke, die gerne zur Meisterpflicht zurück wollen, eine ausreichende rechtliche Begründung da ist. Sie wollen hier also bewusst falsche Hoffnungen wecken, von denen Sie ganz genau wissen müssen, dass Sie enttäuschen müssen. Das sollte spätestens auch am Mittwoch bei der Anhörung im Wirtschaftsausschuss verstanden worden sein, denn da war ich ja auch gewesen und ich hatte eine völlig andere Auffassung als Sie, mir einen anderen Eindruck bilden können. Da sah das eigentlich ganz anders aus, da gab es nur begrenzten Zuspruch und wie wir jetzt seit Dezember wissen, Ihre Anträge würden dem Meisterwesen eher schaden statt nützen. Daher werden wir Sie auf keinen Fall unterstützen bei Ihrem Kampf gegen das Handwerk. Mit Ihnen geht es nicht in eine moderne Zukunft, sondern zurück in die Vergangenheit. Sie wollen eine Handwerksordnung wie Adenauer 1953. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die anderen Fraktionen hier im Haus, die sich wirklich für das Handwerk interessieren, müssen jetzt gemeinsam daran arbeiten, das Handwerk zu stärken. Wir als Freie Demokraten sind froh, dass nach der Aufforderung durch den Bundesrat jetzt ein wenig Fahrt in das Thema reinkommt. Die Daten zur Wiedereinführung der Meisterpflicht sind erhoben, die Argumente sind ausgetauscht. Jetzt erwarten vom Bundeswirtschaftsminister jetzt zügig eine Vorlage, bei welchen Gewerken eine Rückkehr zur Meisterpflicht in Frage kommt. Wir müssen aber auch eine Stärkung des Handwerks im europäischen Kontext erfolgen lassen. Also darum, Herr Altmaier, der ist nicht da, aber sein Staatssekretär ist da, nutzen Sie die Chance, werben Sie in Europa für das Meisterwesen und dass das deutsche Handwerk so erfolgreich gemacht hat. Wir brauchen gut ausgebildete Fach- und Führungskräfte. Und wir müssen, ich höre jetzt auf, ich sehe, die Uhr ist abgelaufen, und wir müssen die Aufstiegschancen ermöglichen, und dazu gehört ganz besonders auch der Meister. Der Antrag der AfD ist hier absolut nicht zielführend. Vielen Dank. Sabine Poschmann, SPD, hat als Nächste das Wort.